Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im TF2-Projekt. Und ja, wir haben hier Besuch am Landtunnel und jetzt sind wir mal gespannt. So, Kara, ich bin mir nicht sicher, er redet immer so wirres Zeug. Das ist uns letztens schon aufgefallen. Er redet mit irgendwelchen Leuten immer. Ja, Entschuldigung. Geht er damit zu jemandem hin? Ja, ich glaube nicht. Vielleicht solltest du dich da mal rumkümmern, weil das ist echt schlimm, ja. Oder, Herr Meier? Ja, das tut dir irgendwie ständig. Das, solange nicht mitten in der Nacht beim Schlafen oder damit anfängt. Hallo? Ach du Heiliger. Ach tatsächlich, okay. Ich muss mich ja mit jemandem unterhalten. Ich wollte gerade fragen, reden Sie mit sich selbst oder, also ist das, ne, dass Sie wirklich sich selber ansprechen oder haben Sie das Gefühl, dass jemand bei Ihnen ist, abgesehen von uns jetzt? Nein, alles cool. Ich rede nur mit mir selber. Und natürlich mit meinem Fabelwesen, was hier neben mir rumfliegt. Das ist ein Einhorn, blau. Ach, wie schön, wie schön. Und das fliegt sogar. Nimmt sie das auch mit manchmal? Ja. Wohin? Okay, gut. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wo geht's denn hin für Sie beide? Ach so. Und hat's einen Namen? Ja, Happy. Happy, okay. Dann, ne, sei gegrüßt, Happy. Das freut mich. Ich hoffe, Sie kümmern sich gut um Happy. Ja, sicher. Sehr schön. Ja, wir können da gerne mal einen Ausflug zusammen machen mit Happy. Ich glaube, heute ist ein bisschen stressig, aber bei Gelegenheit kommen heute wir da auf jeden nicht. Fall nochmal drauf zurück. Wir haben heute noch einen straffen Zeitplan. Habe ich mich jetzt... was? Was? Also was? Bin ich jetzt ungewollt in einer psychologischen Behandlung gekommen? Nein. Nein? Wir unterhalten uns doch nur. Ach so, okay. Ich meine nur. Also, ich hätte nichts dagegen. Ich würde da sehr gerne mal mit jemandem drüber reden, weil manchmal erzählt er mir hier ziemlich Schluss. Ja, Happy, ja. Macht Happy Probleme? Manchmal. Da verleitet er mich zu Dingen, die ich nicht machen will. Ja, aber warum? Okay. Weil er das lustig findet, aber ich nicht. Also, sicher? Der lacht sie dann aus? Nee, er überredet mich immer. Ja, doch, ich glaube, ja, doch, müssen wir machen, ja. Ja. Das ist, ja. Ja, nee, wir unterhalten uns mal. Gar kein Problem. Okay. Also wir machen einen Termin aus am besten. Ja, aber wer sind Sie denn? Entschuldigung, natürlich. Ich bin Kara Grabowski, Dr. Kara Grabowski. Aber den Doktor, ne, das ist einfach nur auf dem Papier. Aber, ne, einfach Kara, das ist am leichtesten. Okay, hallo Kara. Hi. Ich bin Guido Pech übrigens, hallo. Wir haben schon sehr viel Pech gebracht. Hallo. Ich bringe der Stadt Wohlstand. Na! Die oder Happy? Ich. Happy wird so versaut. Okay, gut. Also musst du dir noch aufschreiben. Ja, es ist, ne, das also. Ist, das eben, ist echt, das ist nicht. Nee, das geht einfach nicht mehr. Aber du siehst, hallo, dass Happy wird die Schuld gegeben, ne? Hallöchen. Das ist tief in ihm drin, ne? Das, ja, wir haben ja gesprochen. Immer lustig. Was? Hallo, ein Gude. Ach, Gude, ja, guck mal. Ach, Gude. Ich bitte von Dijk, ja? Entschuldigung, sonst ist es auch nicht so gut. Ja, letztens, nur beim Kaffee. Letztens hat die Bürgermeisterin mich aus dem Fenster raus angebrüllt, Alter. Da hast du doch verdient. Nee, ich habe nur geerntet, weil ihre Fenster dreckig wurden. Herr Ewald, Emma, bitte nur, wenn ich Kaffee trinken komme, ja? Okay, alles klar. Ja. Geht auch nicht, das kannst du nicht machen, sowas. Aber. Bisschen Respekt. Ich war nicht der, hat mit einem Auto. Mit einem Auto, Herr Ewald, ne, zwei Anhänger gleichzeitig gezogen, mit einem Auto. Er hat hier zwei Anhänger im Trecker versucht zu fahren, das ging schon schief. Hallo, er hat ein Auto gekriegt. Das, mit dem Auto. Und der kam auch noch bei der Stadt unten, ne, den Berg nicht hoch. Ich hab gedacht, ich müsste schieben. Ja, hast aber nicht, hast nur am Straßenrand gestanden und gelacht. Ich habe mit dem Auto, mit dem Stadtauto, das gelbe Licht angemacht, das Achtung, hier ist was, Warnblinklichtanlage, meinen Sie das? Ja, nee, so. Da ist was auf der Straße, was da nicht hingehört. Ach so. Der Hinweis für die anderen Mitfahrer, gell? Ja. Wer ist die junge Frau, die Sie mit sich... Eingude. Ja, Eingude, das ist was schon dann. Kara Grabowski. Aber einfach Kara, das reicht. Dankeschön. Siegfried Ewald, gute Freundin und Sie gehen. Dann schauen wir mal, wann das soweit ist. Kara, wir gehen da gerne, ich gehe da gerne Kaffee trinken, ich nehme dich dann mal mit. Gut. Aber ich sehe schon. Der hat den weltbesten Kaffee. Kara? Sagen, wie sieht das aus mit Latte Macchiato auch? Oder nur Kaffee? Das macht der Hermann. Der Hermann ist unser Barista-Fachmann bei uns am Hof. Deswegen, wunderbar, ja. Und deswegen gehe ich ja gerne Kaffee trinken. Ja, machen wir. Kara, kommst du mal ganz kurz mit? Und Stift, komm mal mit. Kannst du was lernen jetzt?
Stift? Guido, renn jetzt mal weg, ich hab was für dich. Oh, Herr Meier. Ich komm gleich. Ich muss eben kurz was zeigen. Oh, hey, Stift? Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Stift, bleib mal stehen. Ja, sofort. Einen Moment. Aber ich sehe ja. Dieses. Warte, wir stellen uns Fenster. Guck mal. Das ist genau das richtige Modell für Sie, für Ihren neuen Garten. Was machen wir, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich gar keinen Garten habe? Dann hätte ich hier vorne noch eine schöne Schubkarre. Weil Sie bestimmt reiten. Und da können Sie das Mist der Pferde dran transportieren. Dann sagen wir es mal so, ich bin gerade erst hier in Rehbach angekommen. Ach so. Wir gucken mal, wo das Ganze hinführt. Aber ich verstehe schon, ne, das wird ein mehr oder weniger Verkaufsgespräch. Also er muss noch ein bisschen üben, ja? Man muss erstmal den Kunden kennenlernen, ein bisschen fragen und so weiter. Dann kann man weitergehen, nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Aber ja, er ist neu. Ja, alles Gutes, dachte ich mir schon. Deswegen, kleiner Tipp. Erstmal versuchen Sie, Kontakt zu Ihrem Kunden aufzubauen. Versuchen Sie, ihn zu verstehen, was er möchte. Sie sind bei mir jetzt, wie gesagt, einfach mit der Tür ins Haus gefallen. Ja, aber das bei manchen funktioniert das. Aber bei anderen kann das halt auch einfach, dass man sich gezwungen fühlt zu gehen. Ich sag mal, ich bleib jetzt einfach hier bei Ihnen stehen, ne? Ist fein. Ich weiß ja, was Sie machen wollten. Aber für andere kommt das sehr negativ rüber. Deswegen versuchen Sie es, ich sag jetzt mal, auf freundschaftlicher Basis. Das funktioniert viel besser. Dann sagen, hey, wie geht's? Und gucken Sie mal, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ein Pferd oder Garten? Was liegt Ihnen denn? Haben Sie Interesse, da in diese Richtung irgendwie zu gehen? Oder ich habe das Gefühl, Sie haben einen grünen Daumen. So, verstehen Sie. Erstmal auf den Kunden eingehen. Kann er nicht. Ich glaube, Guido, hier kommen immer Leute hin. Den Vorgarten stutzen. Warte, so. Apropos Guido, hier, du wolltest auch Steine haben, hast du mir erzählt, ne? Ja. Der Hermann hat bei uns aus dem Lager alles rausgekratzt, was geht. Ich könnte dir 8.360 Liter Steine anbieten. 8.360? Ja. Der muss gesteinigt werden. Gebe ich dir 700 Dollar für. Euro für. Ja, okay, weil du es bist, weil du das mal verhandelt hast. Herr Pech, die sind gerne mal im Ausland, oder? Ja, sehr oft. Macht mir sehr Spaß. Das ist das Ding. Ich kann das nur im Ausland, kann ich die Serie gucken. Ja. Okay. Wo möchtest du denn die Steine hin haben? Soll ich sie einfach hier auf den Hof kippen? Direkt in die Produktion. Warte mal, wie war nochmal dein Name? Du hast gerade gesprochen, oder? Ja. Die möchtest du bestimmt mal vorführen. Ich kippe dir die 8000 Liter hin und du zeigst der Jungfrau und der Boss. Ich wurde gerade so belehrt, wir müssen uns erst kennen. Wir müssen erst Freunde werden, bevor ich dir was verkaufen darf. Ah, okay. Hey, ich sag, mit dürfen nicht, es geht ja... Waren Sie schon mal auf dem türkischen Bazar? Ja, schon des Öfteren. Da habe ich meine Schuhe her. Gucken Sie mal. Das sind die Adidas. Ich sagen, was soll das Adidas sein? Okay, ich war mir gerade nicht klar, ob das Adidas, Calvin Klein, Nike, das ist Gucci. Halt nicht ganz... Ja, das könnte auch sein. Ja, ich glaube, das ist Gucci. Aber auch diese Händler, gucken Sie mal, was die verkaufen können. Sie haben Ihnen ja auch die Schuhe verkauft. Nehmen Sie da mal Nachhilfe. Die können das. Die können das. Einfach, Sie haben wahrscheinlich nicht nur die Schuhe gekauft, sondern Teppich, T-Shirt, Handtasche, alles. Eine Uhr trägt er nicht. Ich hatte mal eine Freundin von da. Die haben sie jetzt verkauft? Nein. Das war sein Name. Natürlich nicht. Ich verkaufe doch hier keine Menschen. Also das, nee. Ach, da läuft der Hase. Also, ich notiere mir das mal in seiner Akte. Ja, er was für eine Akte? Ja, Polizei, die sollten das auch schon mal nur so weitergeben. Wie gesagt, wenn ich mal mit ihm im Gespräch bin, wir nehmen das alles mal so mit. Ich will nur mal sagen, der Landhandel hat mit dieser Geschichte, wenn dann gar nichts zu tun. Das ist ein Bad neben mir. Wow, was denn für eine Akte wird denn hier von mir geführt? Das ist streng vertraulich. Da müssen sie erst mit ihrem Anwalt dann kommen. Ja, hallo, Datenschutz und so. Sie dürfen doch nicht einfach Informationen von mir speichern, ohne meine Einwilligung. Nein, da müssen sie erst mit ihrem Anwalt dann kommen und der muss einen Antrag einreichen, dass sie das dann, dass die dann die Akte einsehen können. Ganz genau. Aus Datenschutzgründen der Stadt dürfen wir da nämlich nicht drüber sprechen. Ja. Aber es ist alles in Ordnung. Wie gesagt, wir wollen ja da nochmal ein bisschen uns unterhalten. Alles in Ordnung. Alles gut. Wir wollen es ja kennenlernen. Sie möchten mir doch irgendwann nochmal was verkaufen. Ja, bestimmt. Gut, Guido, wo möchtest du deinen Stein hin haben? In die Produktion, bitte. Welche denn? Wo ist sie? Da hinten.
Hier. Jetzt. Ich glaube, ihr habt es den leicht fertig gemacht. Das ist gerade ein bisschen am Ende. Ja, hallo. Wir wollen hier Menschenhandel unterstellen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Leute kennen. Ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht weil zwei Frauen und eine hat er ja. Ja. Leute. Jetzt werde ich auch gleich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, Kara, ich glaube. Die beiden kommen nicht mehr drauf klar. Ich glaube, wir fahren lieber, ja? Nee. Hast du aufgeschrieben? Ach so, ins Tablet? Ja, gut. Ich habe alles eingetragen ins Tablet. Ist alles drin. Ach, was schreibt ihr denn da auf? Ja. Telefonnummern. Ach so. Ja. Du sagst das doch gleich. Ja, wir tauschen, also wir sammeln Nummern. Ja, hier haben sie meine Nummer. Ich bin jeden Abend ab 19 Uhr bereit. Oh, Junge. Nein, gut, damit ja, ich erreichbar also eigentlich bin. Eigentlich sind meine Gesprächstermine um 19 Uhr nicht mehr, aber ne, gegebenenfalls, wenn sie anders nicht können, aufgrund beruflich und so, können wir natürlich auch die Termine zum Abend hin einrichten. Was also eine Couch haben wir auch nicht, wir haben nur so einen Kinderhocker. Ja, jedenfalls gehe ich mit ihm einfach ein bisschen in der Stadt spazieren, so die frische Luft und so, das, stimmt, ne, das ist einfach nochmal gut. Was denn jetzt hier für Termine? Ich dachte, das wird ein Date. Nein, das deuten Sie falsch, weil ne, Sie haben doch vorhin schon gesagt, Sie haben da schon Gesprächsbedarf wegen Happy. Das hat aber nichts mit dem Date zu tun, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Ach so. Ja. Also wir müssen uns da bei Happy drüber unterhalten. Mit Happy? Nee, über Happy. Ja. Er mag das nicht, wenn man sich über Happy, also Happy mag ja, das dann rein. Bringen Sie ihn mit. Ja. Happy ist da ne, ganz mit beim Gespräch dabei und Happy darf sich auch äußern. Happy darf sich auch ihm gegenüber äußern, was Happy von ihm hält. Happy ne? Das bekommt ist ja auch Kekse und Tee oder auch. Kaffee, das, was er möchte. Ich wäre Happy Guido über das Weiß nicht vergessen, ne? Ja, wie heißt du nochmal? Immer noch Rehbach. Oh ja, ich war Rehbachhof. Tschüss die Damen, tschüss Franz. Servus. Siegfried, wir kommen auf den Kaffee dann vorbei. Ja, hab ich überwiesen. Danke. Bitte. Hallo. Mach's gut. Immer in der JVA hatten wir auch so jemanden. Das ist gar nicht schlimm. Hat, ist nicht sie schlimm. Mir, hat sie mir in der E-Mail ja, geschrieben. Ja, genau. Ja, du erinnerst dich ja sehr gut. Mm. Die sagt, das ist alles fein. Alles fein. Ich fühle mich mit einem Schlag sehr unwohl. Herr Pech, Sie wollten mit uns reden. Wir sollten hier hinkommen. Oder ich sollte hier hinkommen. Was ist denn los? Ja, nee, jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob ich da mit Ihnen drüber reden soll. Ja, Sie können mit uns reden. Wie gesagt, sie ist meine Angestellte. Ikara. Das bleibt alles vertraulich, keine Sorge. Ja. Er hat keine Einsicht. Okay. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir eine Softeismaschine hier gesponsert bekommen von der Stadt. Gesponsert? Ja. Ich glaube, wir müssen die Steuern erhöhen. Ich hätte gesagt, man kann ja, ne? Also komplett gesponsert nicht, aber wir können natürlich eine Spende einreichen. Für die Softeismaschine hier am Landhandel? Eine kleine. Oh, das geil. Wäre jetzt, wo ich sage, ne, man kann ja da ne, so ein zwischenmenschliches. Also ich habe wir so gehen ja auch einen Schritt drauf. Aber Kara, so eine Softeismaschine, weißt du, wie viel Demokratie das wieder ist? Ich hätte jetzt gesagt, Herr Pech, Sie suchen uns mal Angebote raus. Hab ich schon. Schicken uns die zu. Ja. Haben Sie uns die zugeschickt? Nee, das noch nicht. Wir sehen Sie. Dann einmal bitte zuschicken. Genau. Und dann können wir uns da mal drüber unterhalten. Also wir klären das dann in der Gemeinde. Genau. Und dann müssen das ja mit den anderen Ratsmitgliedern genauso absprechen. Da hat ja jeder eine Stimme. Ne? Das wird da ganz demokratisch abgestimmt. Und dann kommen wir natürlich auf Sie wieder zu. Ah, okay. Aber dafür brauchen wir erstmal die E-Mail mit den Angeboten. Ja, schicke ich Ihnen rüber. Perfekt. Gut. Aber eine Rechnung muss möglich sein. Also jetzt hier nicht eBay Kleinanzeigen oder so. Ne? Da letztendlich brauchen wir eine Rechnung. Ja, kriegen Sie. Eine offizielle. Ja. Ja, genau. Eine offizielle Rechnung vom Landhandel. Ja, kriegen Sie. Gut. Dann freuen wir uns auf Ihr Anschreiben. Ja, werden wir machen. Gut. Dann. Gut. Ich hoffe, die Besitzerin ist damit einverstanden. Wir klären das. Ich glaube auch. Genau. Ja. Gut, dann noch irgendwas? Oder nee, das wär's dann. Gut, dann schönen Tag und wir machen noch einen Termin aus. Okay. Alles klar, wunderschönen Abend. Happy sagt auch tschüss, tschüss. Ja, tschüss, Happy. Tschüss, Happy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab ein bisschen Angst. Ach, Jemine. Also das wird der schwierigste Fall, den wir jemals hatten. Ja, ja. Das ist echt schlimm. Das Problem ist, dass Happy immer da ist.
nicht nur nachts, ne? Also er redet immer mit Happy. Das ist ein Problem. Ja, das wird das größte Problem sein, was es gibt. Was war denn das? Ich weiß es nicht. Aber solange denn Happy nicht am Bulldog, nein, scheiße. Ist der Happy nicht? Happy verleitet mich immer zu ganz dummen Sachen. Drogen nehmen und sowas. Und das waren? Nein, ich will. Ich fahr jetzt mal kurz an Anhänger Raps weg, dass wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto haben. Was? Raps wegfahren. Und ich fahr mal eben zur BGA. Wir haben so viel Gras, vielleicht können wir da was loswerden. Ja, so viel haben wir vielleicht gar nicht, aber ein bisschen was, ja. Ja. Wolltest du mal schauen? Ich nehme mir mal den Traktor da hinten, ne? Fahr zur BGA. Ah, oh, passt. Und ich fahr hoch und verkauf auch zwei Anhänger Raps. Ja. Denk dran, zu zum Spähen hier, gell? Voll hoch zu machen. Jo, mach ich. Ach, bist du auch nicht da, oder was? Nee, ich wollte los. Ah ja, alles klar. Und ich sag das. Happy bleibt bei dir im Bett, hast du mich verstanden? Ja, sicher. Unglaublich, der Kerl. Oh, Chef und Dingo gefunden. Eieieiei. Gucken, wo waren die BGA überhaupt? Happy kommt aus dem, das habe ich mir gerade aus der Serie ausgedacht. Die Serie heißt Happy. Müsst ihr euch mal reinziehen, kann man sich auf Netflix, gratis reinziehen, das ist eine Netflix-Serie. Ist natürlich ab 18, muss man dazu sagen, weil da echt viel krasser Scheiß passiert, aber saulustig. Also mein Humor trifft es. Ich feiere diesen Humor und so und ja, also mich hat die Serie volle Pulle abgeholt. Ich war ein bisschen traurig darüber, dass es keine dritte Staffel gab. Also die haben nur zwei Staffeln gemacht. Und ja, man muss auch dazu sagen, es war ein sehr, sehr schwarzer Humor. Ne? Ja, manchmal sehr, wo man sich gedacht hat, oh Digga, hat er nicht gesagt im Fernsehen. Aber ist geil. Das hat wahrscheinlich nicht jeden abgeholt. Kenne ich auch von mir. Manche feiern es nicht. Bader. Moin, Guido Pech hier, was geht ab? Moin, nicht viel. Sag mal, ich stehe hier bei euch an der BGA, keine Sau da, was ist hier los? Ja, auch wir müssen arbeiten. Ja, an der BGA, oder nicht? Was gibt's denn? Ja, ich wollte mal fragen, könnt ihr ein bisschen Gras gebrauchen? Auf jeden Fall. Echt, wie viel könnt ihr gebrauchen? Je mehr, desto besser. Pass mal auf, was würdest du mir denn für 1000 Liter zahlen für Gras? Boah. Warte mal, ist mein Mitarbeiter irgendwo in der Nähe? Für den der rum. Der ist da bei dir. Guck mal auf Feld 20, da müsste der rumschwimmen. Das ist direkt an der BGA. Ja.
Da sprich mal mit dem. Der kann ja keine Preise machen, oder? Ja, ich bin nur der Chef. Ach so. Ja, gut, läuft. Einen Moment, wo ist er denn? Ah, da eben fährt er. Fährt, glaube ich, Güller aus, keine Ahnung. Ja. Oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, oder. Nee, der Gruber. Ach, der hat sich aber uns Gruber an. Ey! Ja, bitte. Moin. Du, ich habe hier dein Chef am Telefon und ich wollte euch Gras liefern und wollte fragen, was ihr bezahlt für 1000 Liter Gras. Lass mal in meinem blauen Büchlein. Ja. Lass mich raten, er hat dich wieder zu mir geschickt, dass ich die Preise machen soll. Ja. Was hältst du denn von 80? 80? 80. Mach ich ja Verlust. Du machst du Verlust. Ach nee, gar nicht wahr. 80 passt. Perfekt. 80 passt, ja. Du, wie viel hast du? Ich kauf das für 70 an. Ja, siehst du, dann passt das doch. Wie viel Liter ich hab? Ich habe jetzt ungefähr so 100... 30, 40.000, gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe jetzt gerade nicht die kompletten Dinger, weil die gerade immer noch am Liefern sind. Alles würde ich nicht abgeben, aber einen Teil würde ich davon abgeben, weil ich brauche nicht alles. Wie viel würdest du abgeben? Ja, das würde ich jetzt gleich gucken, was die uns jetzt noch alles gebracht haben, wo ich runtergefahren bin, kam da noch welche. Würde ich da nachschauen. Gut, perfekt. Sagst du einfach vorher nochmal Bescheid? Ja, dann... sicher. Bevor ich zu euch hochfahre mit dem Gras, würde ich dich nochmal telefonisch eben anrufen. Perfekt. Alles klar, dann gucke ich, was ich abgeben kann und melde mich gleich. Super. Alles klar, vielen lieben Dank. Bin ja und... Jo, bis dann, tschüss. Jetzt will ich gucken, was wir abgeben können. Das ist das Ding. Ach. Bin wieder falsch gefahren. Nee, doch nicht richtig. Nee, ist falsch. Nee, ist richtig. Richtig. Aber dann muss ich gleich links an die Straße her. Ja. Nee, einmal nach links. Brand! Ja? Wie viel Gras können wir denn abgeben? Oh, warte mal. Aber ich glaube, früher haben wir nicht mehr 8 oder 9000 plus noch. Warte mal. Aber wir haben jetzt die Produktion nochmal gestoppt mit dem Gras. Also wir haben jetzt nur 9000 Liter. 10.000 fast. Wie viel sollen wir abgeben? Na gut, dann hätte ich gesagt, gute 10.000 brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil ich schaue gerade mal. Mischration haben wir nur. Ich sehe es gerade. Wir können besser Heu abgeben, oder? Heu kann man abgeben ohne Ende. Ja. Also da habe ich jetzt noch auf Silage umgestellt, dass Silage produziert wird. Aber Silage braucht man nicht so viel. Wir haben jetzt knappe 90.000 Liter Mischfutterauflage. Das sollte erstmal reichen. Ja. ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Also geben wir lieber Heu ab als statt Gras, ne? Hätte ich schon was gesagt. Ja, wie viel Heu geben wir ab? 50.000. 50.000, ja, ich rufe die mal eben an. Passt.
War da. Ja, moin, Guido nochmal hier, hi. Moin. Du, das war gar kein Gras, das war Heu. Ich hab mich verguckt, Entschuldigung. Und wir würden euch 50.000 Liter bringen wollen, wenn ihr das Heu haben möchtet. Ich glaube, Heu kriegen wir in unser Silo nicht rein. Ach so. Ja, Gras habe ich leider nur 10.000 Liter. Also ich habe mich ein bisschen in der Zeile, da bin ich verrutscht, deswegen, ja. Ich frag da nochmal nach und im Zweifel melden wir uns gleich nochmal, ja? Ja, alles klar. Jo. Jo, bis dann, ciao. Ciao. Ganz kurze Info. Ich weiß, dass ich hier manchmal ein bisschen flunker, ne? Wie zum Beispiel da vorhin da bei dem BGH-Mitarbeiter hat sich gesagt, oh ja, weiß ich nicht, die bringen uns immer noch und so. Ich will immer, dass wir rüberkommen als gute Firma, so ist ja. Also ich weiß, dass ich da Bullshit laber und so. War ich mit Absicht. Ja, ich glaube, die können heute nicht annehmen. Der will noch mal schauen. Der ruft gleich noch mal an. Okay, passt. Brauchst du Arbeit in der Zwischenzeit? Was war ich? Ob du Arbeit brauchst in der Zwischenzeit? Ja, hast du was, oder wie? Ja, sonst hätte ich gesagt, kannst du mal das schwarze Fass da hinten anhängen und hinten ein bisschen Wasser abzapfen und reinfüllen, weil dann können wir unseren ersten eigenen Kolk produzieren. Ja, alles klar, mach ich. Und wo holst du denn das Wasser? Ja, da haben wir da hinten irgendwo einen Brunnen hinterm Haus. Ach so, ja, alles klar. Ja. Und ich dachte, dann gleich einen zweiten noch einen Rapsfurt von, weil ich habe gerade gesehen, in der Produktion haben wir auch noch 18.000 Liter. Wir können nie so viel Raps bekommen. Alles klar. Wo hast du den Boden gesehen? Warte mal. Hier haben wir, hier. Wo? Ach, hier da. Mhm. Ja. Vorhin war übrigens da auch, wie heißt denn hier, da der eine mit seinem pinken Kollegen da, mit seinem Pinkhut, da, weißt du den einen da? Ja. Ja, auch, weißt du. Der hat uns übrigens Gärreste vorbeigebracht, also wir haben jetzt einen eigenen Dünger und ein bisschen eigenen Flüssigdünger. Ah, nice, ja, das wäre geil. Passt, also, ja. Jetzt braucht man das Schweinefutter und dann haben wir alles. Also, schaut ganz gut aus schon für das Erste. Das ist doch super. Gut. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.